Jo Leute, was geht? Freunde, heute spielen wir mal endlich in GTA 5 als Michael. Und wir werden den Tag erstmal schön beginnen, Leute, mit so einem kleinen Sonnenbad. Das Wetter ist heute top, muss man einfach sagen. Und ja, deswegen legen wir uns mal hin, Michael, und wir genießen erstmal die Sonne, Leute. Ich habe echt, bei der kalten Zeit momentan muss man ein bisschen Sonne genießen. Hä, warte mal kurz, wer ruft mich denn da an? Ist das Chop? Warum ruft mich Chop einfach an? Hey, Chop, was geht? Ich kann leider kein Hundisch sprechen. Alles klar, Chop, beruhig dich mal. Okay, Leute, ich gehe einfach mal. Chop, bleib mal kurz in der Leitung dran. Ich gehe mal zu meiner Familie. Ich glaube, Tracy hat Hundisch gelernt, weil wir hatten ja früher mal einen Hund gehabt. Tracy, kannst du vielleicht Hundisch? Hier ist Chop in der Leitung. Kannst du mal kurz verstehen, was er da sagt? Hör mal hin, Tracy, hörst du das? Okay, was sagt er? Was sagt er? Das ist gar nicht gut. Was ist denn? Was ist denn? Franklin und Chop hatten einen schweren Autounfall. Und er versucht, dich anzurufen, dass du ihnen helfen kannst. Okay, wo befindet er sich? In der Nähe der Kreuzung an einem Highway. Okay, alles klar. Okay, Leute. Was? Franklin und Chop hatten gerade einen schweren Verkehrsunfall? Okay, da müssen wir sofort losgehen. Leute, was ist denn jetzt hier los? Ich hoffe, denen ist nichts passiert, Freunde. Aber ja, wir machen uns mal sofort auf den Weg. Alles klar, Leute. Let's go. Oh, Mann. Ich hoffe, denen geht's noch irgendwie gut. Aber so, wie es sich anhört, Leute, muss Chop mich anrufen, damit wir überhaupt kommunizieren können. Und das bedeutet, Franklin ist wahrscheinlich nicht ansprechbar. Und das scheint kein gutes Zeichen zu sein. Ich mache mir echt Sorgen, Leute, um Franklin, weil ich sag's euch, wenn er fehlt, naja, dann keine Videos mehr mit Franklin. Und ich will unbedingt wieder Videos mit Franklin machen. Also, er meinte hier irgendeine Kreuzung am Highway, aber wir sind hier an einer Kreuzung. Vielleicht meinte er die Kreuzung dahinter oder so. Aus dem Weg, Leute! Hier ist ein Notfall! Du musst meinen besten Freund retten! Ist das vielleicht hier passiert? Also, ich sehe hier noch gar nichts. Warte mal kurz, kann es vielleicht das hier sein? Ist das ein Job? Job? Er bellt! Es ist Job! Job! Oh mein Gott, okay, ihm geht's immerhin gut. Job, wo ist er? Wo ist Franklin? Ich kann leider kein Hundisch. Michael kann kein Hundisch sprechen. Ist er hier irgendwo? Ich guck mal nach. Es sieht nicht so aus. Entschuldigen Sie, Officer, was ist hier passiert? Wo ist er? Wo ist er? Ist er vielleicht da runtergefallen? Hier ist die Mauer eingebrochen. Okay, Job, keine Sorge, ich kümmere mich um deinen Franklin. Ich glaube, der ist hier oder so. Wir gucken mal nach. Ist er da? Weiß ich, kann ich ihn hier sehen? Oh, Leute, ich sehe da seine Hand. Ich glaube, die ist da unten. Ist irgendwie diese Mauer eingestürzt? Oh mein Gott, okay. Hilfe. Wow, es scheinen wohl noch andere Leute betroffen zu sein. Und wo? Da ist Franklin. Franklin. Franklin, sprich mit mir. Hey, Franklin. Hallo? Leute, wir müssen ihn zum Krankenwagen bringen. Hey, Sie da, Mister. Bringen Sie ihn sofort ins Krankenhaus. Ganz wichtig, bringen Sie ihn sofort in das Krankenhaus. Was ist denn hier los? Warum warten Sie denn einfach? Es tut mir leid, aber der Herr ist nicht krankenversichert. Das bedeutet, dass ihr ihn nicht ins Krankenhaus bringt, wenn er nicht krankenversichert ist? Wir können nicht sicherstellen, dass er die Rechnungen bezahlen kann. Also nein. Ist das euer Ernst? Okay, Leute, dann bringe ich Franklin höchstpersönlich ins Krankenhaus, wenn die das nicht machen. Oh mein Gott. Weg da aus dem Weg. Ich fahre das Ding jetzt, Leute. Ich fahre den jetzt ins Krankenhaus, Franklin. Keine Sorge, ich bring dich da schon hin. Leute, die Zeit, sie rennt. Wir müssen uns extrem beeilen. Was ist denn jetzt mit euch los? Komm, Franklin, wir nehmen dich mit. Rein mit dir, rein da, rein da, rein da, rein da. Okay, Leute, ich habe jetzt Chop und Franklin mitgenommen. Wir machen uns jetzt sofort auf den Weg ins Krankenhaus. Aber ich glaube, wo ist der nächste Weg? Ich glaube, ich fahre jetzt, Leute, aus dem Kopf heraus. Wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit, Leute. Wir müssen uns beeilen, um Franklin zu retten. Und ich glaube, ich fahre gerade, Leute, im Gegenverkehr, oder? Ja, ich fahre komplett falsch. Oh, aber vielleicht komme ich hier raus. Na los. Oh, Franklin, es tut mir leid, dass ich jetzt so holprig rumfahren muss. Ich hoffe, dass er es überlebt. Leute, wenn er stirbt, das würde das Ende von Franklin bedeuten. Und das will ich nicht. Auf jeden Fall, Freunde, damit Franklin länger durchhält. Lasst jetzt mal ein Like da, Leute. Mir wird gerade ein Timer von einer Minute angezeigt. Lasst uns mal diesen Timer vielleicht ein bisschen verlängern, indem ihr jetzt einfach mal gerne auf den Like-Button haut, damit ihr Franklin ein bisschen helft. Smasht jetzt den Like-Button, Leute. Und ich hoffe, dass die Zeit ein bisschen nach oben geht. Und, okay, 2 Minuten, das ist gut, das ist gut. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. 3 Minuten, Leute, let's go. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay. Und jetzt ist der Timer verschwunden. Heißt das, wir haben jetzt unendlich Zeit? Franklin, bist du geheilt? Okay, er ist leider nicht ganz geheilt, aber immerhin. Ey, Leute, danke schon fürs Liken. So, ist das hier der richtige Ort? Ich glaube, das ist die richtige Adresse, nicht wahr? Aus dem Weg! Ich muss Franklin hier reinbringen. Okay. So, Leute. Ich glaube, wir treffen uns dann beim Arzt. Oh, Mann. Franklin. Ach, nee, Leute. Was ist mit ihm passiert? Ey, Chop, immerhin hast du mich angerufen. Ich habe keine Ahnung, wie er ans Telefon gegangen ist, aber ja, Franklin. Komm, du schaffst es, Bruder. Du schaffst das. Du schaffst das doch. Ey, ist doch nicht so viel kaputt. Ich meine, das sind doch vielleicht nur ein paar Prellungen oder so etwas. Wie schlimm ist es, Doktor? Wir haben ihn fürs Erste stabilisiert, aber er hat nur noch 20 Minuten zum Überleben. Oh Mann, oh nee, nur noch 20 Minuten. Können Sie denn nicht irgendwas machen, um ihn irgendwie zu retten? Ich meine, Sie haben ihn stabilisiert. Also, das soll doch ein gutes Zeichen sein. Das stimmt.
Der Herr ist allerdings nicht krankenversichert. Deswegen können wir ihnen leider nicht weiterhelfen. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt deren Ernst? Franklin, du bist nicht krankenversichert? Wie kannst du nur? Junge, das hast du jetzt davon. Das ist jetzt Karma. Mensch, können sie nun gar nicht helfen? Tut mir leid. Wo ist denn jetzt der Arzt verschwunden? Lass ihn jetzt einfach so dort verrecken oder so? Der Timer läuft, Leute. 20 Minuten. Oh nein. Ey, aber was soll ich denn jetzt machen? Gibt es nicht vielleicht irgendwas, was ich auch ohne Krankenversicherung machen kann? Wenn Sie wollen, bringen Sie Franklin doch ins Altruistencamp. Vielleicht können Sie ihnen helfen. Aber die Leute sind komplett crazy. Ich würde mich von denen persönlich fernhalten. Ja gut, okay. Also ich würde es vielleicht versuchen. Leute, wir haben wie gesagt nur 20 Minuten Zeit, um Franklins Leben zu retten. Das wird überhaupt nicht einfach werden. Aber ja, wie gesagt, abonniert gerne den Kanal auch, Leute, damit ihr hoffentlich nochmal Franklin in den nächsten Videos wieder seht. Ich hoffe es zumindest. Also smash gerne den Abonnieren-Button, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Okay, Franklin, ich nehme dich jetzt mit dem Krankenwagen einfach mit. Wir gehen jetzt, Leute, ins Altruistencamp und hoffentlich können die Leute uns dort helfen. Okay, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Blaine County. Das wird uns einige Minuten Zeit kosten, aber ich hoffe, dass wir es schaffen, da hinzukommen. Danke auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal fürs Liken, Leute, des Videos. Dadurch habt ihr Franklin geholfen, dass er ein bisschen mehr Zeit bekommt. Aber ich glaube, wir verlieren echt eine Menge Zeit. Also, Leute, was steht da unten? Glocke aktivieren zum Teleportieren. Warte, zum Teleportieren? Leute, könnt ihr es mal kurz ausprobieren, falls ihr es noch nicht getan habt? Smash mal kurz die Glocke. Vielleicht teleportieren wir uns dann. Let's go. Wow, es hat geklappt. Okay, ey, nice. Das heißt, wir haben jetzt gefühlt gar keine Zeit verloren. So, okay, ey, Sie da, Mister. Können Sie mich kurz reinlassen? Das ist ein Notfall. Ich habe, und zwar geht es darum, mein Freund, der lebt nicht mehr lange. Können Sie ihn vielleicht wiederbeleben, so etwas, dass er nicht erledigt wird in 15 Minuten circa? Klar, bringen Sie ihn rein. Okay, ja gut, Sie können auch das Tor gerne aufmachen. Machen Sie das Tor auf. Oh, okay. So, es geht auf. Alles klar. So, okay. Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Was ist denn jetzt hier los? Hallo, schieß doch nicht rum. Schieß doch nicht rum. Hilfe. Ich will nur Hilfe haben. Bitte. Einmal nur kurz Hilfe. Bitte ein bisschen helfen. Okay, seid ihr jetzt gechillt drauf? Okay. Die haben aufgehört zu schießen. Alles klar. Okay, wir bringen ihn einfach mal darüber, Leute. Ich hoffe mal, dass sich um ihn irgendwie gekümmert wird. Okay, Mister vom Altruistencamp. Können Sie mir helfen, vielleicht meinen Freund zu retten? Wie Sie sehen können, er ist zwar ein bisschen stabil, aber er wird nicht mehr lange durchhalten. Der Timer läuft. Ich kann etwas probieren. Es kann allerdings für seine Sicherheit nicht 100% garantieren. Damit wir ihm helfen können, brauchen wir allerdings drei Dinge als Bezahlung. Erstens einen großen roten Diamanten, zweitens eine goldene Banane und drittens eine Hähnchenkeule? Okay, ich hab's gesagt. Die Altruisten-Leute sind komplett verrückt in GTA 5. Aber gut, ich werde mich drum kümmern. Weiß ich denn wenigstens, wo eine dieser Sachen ist? Ich habe dir eine Karte dafür gegeben. Dankeschön. Okay, dann kümmere ich mich darum und... Wow. Dann gehen wir, Leute. Okay, Leute, es gibt nur einen Spot, woran ich mich erinnern könnte, wo ein großer roter Diamant sein könnte. Und zwar ist es im Vangelico, Leute. Oder auf Cayo Perico. Aber wir haben nicht genug Zeit, um zu Cayo Perico zu gehen. Deswegen werden wir jetzt, Leute, das Vangelico ausrauben. Und wir gehen da jetzt einfach rein. Wir stürmen den Laden, holen uns diesen roten Diamanten. Wir brauchen kein weiteres Geld. Ich brauche nur diesen einen roten Diamanten. Alles klar, Leute. Wir beginnen den Raub. Und let's go. Okay, so. Zack, 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 zack. So, 5 Sterne haben wir. 5 Sterne, ist es euer Ernst? Das haben wir aber nicht in der Besprechung so gehabt. Egal, Leute, Polizei würde ankommen in 1:45 oder ist der Timer gerade eingefroren? Ich glaube, der Timer ist eingefroren, okay. So, alles gut, ich mache mich auf den Weg. Habt ihr hier diesen roten, großen Diamanten irgendwo? Okay, schwierig zu erkennen, ob der hier ist irgendwo. Was ist hier? Was mache ich da gerade? Ich tippe da irgendwas ein. Security Decryption failed. Ich weiß. Wir nehmen einfach ein bisschen Geld mit, komm. Vielleicht ist da ein großer roter Diamant dabei. Oh nein, 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 nein. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Kein Alarm auslösen, okay? Alles wird gut. So, vielleicht ist da... Yo! Da ist einer dabei. Komm, nehmen wir den mit. Nice. Okay, ich habe, was ich wollte. Wir müssen jetzt los. Michael, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, den ersten Diamanten, den haben wir schon mal. So, jetzt müssen wir 4 Sterne versuchen zu entkommen. Das wird nicht so leicht werden, aber ja. Ich kenne... was? Ich soll jetzt den zum Käufer bringen? Hey, ich habe keine Zeit dafür, jetzt noch etwas zu einem Käufer zu bringen, aber gut. Wo sind die anderen beiden Sachen, Leute? Wir haben einmal noch eine Hähnchenkeule. Eine Hähnchenkeule. Ich glaube, die kriegt man in jedem Imbiss, aber gibt es hier einen Klackenbell? Es müsste hier vielleicht ein Klackenbell in GTA 5 existieren, wo man vielleicht eine Hähnchenkeule kaufen kann. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Und es müsste noch irgendwo
eine goldene Banane geben? Ich bin sehr verwirrt. Vielleicht muss ich kurz googeln, was es mit der goldenen Banane in GTA 5 auf sich hat. Vielleicht rufe ich mal Jimmy an. Jimmy! Okay, da ist Jimmy in den Handys. Und dann gehen wir mal ran, Leute. Und dann schauen wir mal, was er uns sagen wird. Okay, Jimmy hat mir Folgendes gesagt, Leute. Und zwar soll sich angeblich vor dem Comicbuchladen, das soll so eine Art Trophäe sein, so eine goldene Banane. Und die sollte auch, glaube ich, das sein, was die Altruisten haben wollen. Warum wollen sie eine goldene Banane? Ich weiß es nicht. Das sind komische Menschen. Die sind sehr, sehr komisch drauf. Hähnchenkeule würde ich noch verstehen und die Diamanten, aber das bin ich so. Okay, wir haben den Job erledigt. Ein bisschen Geld haben wir noch dazu gemacht. Das würde auch eigentlich ausreichen, um Franklins... Nee, würde nicht, Leute. Ich glaube, für den Arzt bräuchten wir mehrere Millionen, um ihn zu retten. Okay, die erste Sache haben wir geschafft. Holen wir uns jetzt die zweite Sache, und zwar die goldene Banane. So, irgendwo hier war doch dieser komische Comicladen. War der hier oder war der irgendwo anders? Es war doch dieser komische Space Monkey, ne? Vielleicht ist der Laden hier hinten. Ich glaube, das ist die richtige Adresse. Ja, das ist der richtige Ort, Leute. Da ist der Comicladen. Und hier soll es die goldene Banane geben? So, sieh da, Mister. Ich möchte gerne die goldene Banane haben. Was ist damit? Alles in Ordnung? Kann ich die haben? Okay, das ist jetzt was... alles klar. Okay, ich weiß, Leben ist blöd. Aber ich brauche die goldene Banane, sonst ist Leben von Franklin vorbei. Und nicht schlecht, sondern vorbei. Wo ist die goldene Banane? Okay, kann ich die wenigstens haben irgendwie? Klar, die kostet dich 100.000 Dollar. 100.000? Weißt du was? Ich habe gerade 175.000 gemacht. Hier, nimm. Oh, das ist die goldene Banane. Wow, eigentlich ist das eine ganz schöne Trophäe, ne? Aber gut, die nehmen wir jetzt mit. Okay, danach hatten wir schon zwei Sachen, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, wie ich gerade sehe. Die Zeit, sie rennt, Leute. Ich hoffe, dass wir es wenigstens noch pünktlich schaffen, irgendeinen Cluck & Bell zu finden, wo ich dann wenigstens noch die Hähnchenkeule finden kann. Sorry. Es gibt doch einen Cluck & Bell irgendwo in GTA 5 auf der Map. Aber ich habe keine Ahnung wo, weil man da nicht reingehen kann. Oder verkauft jemand sonst noch Hähnchenkeulen? Egal, ich gehe in die Nähe, Leute, von Burger Shot. Da sollte ich, glaube ich, herausfinden, wo sich ein nächster Cluck & Bell befindet. Aber viel Zeit haben wir, wie gesagt, nicht mehr. Komm schon, gib Gas, Michael. Schneller, noch schneller. Komm, wir fahren nur erst gerade 150. Das geht doch noch schneller. Ja, schnell, zieh durch. Okay, hier ist der Burger Shot. Verkaufen die auch Hähnchenteile? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott. Ich habe gerade auf dem Handy nachgeschaut, Leute. Wisst ihr, wo der Cluck & Bell ist? Der befindet sich einfach in Palito Bay. Das ist so weit weg. Ich muss jetzt richtig Gas geben, Leute. Ich muss jetzt absolut Vollgas geben. Zieh durch, Michael. Wir sind ja direkt in der Nähe des Highways. Das ist in Palito Bay. Aber immerhin, Leute, wenn wir bei Palito Bay sind, ist es nicht mehr weit weg zum Altruistencamp. Das ist schon mal eine gute Sache. So, da sind wir. Hier, da, Cluck & Bell. Welcome to Palito Bay. So, wo ist der Laden? Der war doch irgendwo hier. Irgendwo hier muss er doch da sein. Oder ist es die Fabrik? Ich glaube, das ist die Fabrik, Leute. Das ist doch die Fabrik von Cluck & Bell. Hier produzieren die. Genau, das war es doch hier. Ja, da ist Cluck & Bell Farms. Ja, wir sind genau da, Leute. Wir sind genau da, wo wir sein wollten. Okay, so, wir gehen jetzt einfach zu denen. Bro, ich brauche jetzt ein Hähnchenteil. Ist mir völlig egal. Hier, nehmt das Geld. Zack. Wo ist das Hähnchenteil? Gib, au! Her damit! Zack! Her mit den Hähnchenteilen! Wo ist eins? Ich brauche eine Keule. Hier. Zack. Bam. So. Wo ist die Hähnchenkeule? Ich brauche eine Hähnchenkeule. Nein, ich komme in Frieden. Also, nicht ganz. Aber ich komme in Zeitdruck. Wo ist die Hähnchenkeule? Zack. Hier. Wo ist sie denn? Yo, der hat gerade Hähnchenkeulen gedroppt statt Geld. Nice, dann nehmen wir die mit. Okay, Leute, jetzt schnellstens auf dem Weg zum Altruisten-Camp. Es ist wirklich ganz knapp. Okay, Leute, wir müssen uns richtig beeilen gerade. Okay, da wären wir. Schnell dahin mit dem Zeug. Okay, da hast du die drei Sachen. Keine Ahnung, was du damit machen kannst, aber egal. Bitte rette jetzt Franklin, okay? Alles klar. Bitte warte für ein paar Minuten. Okay, Leute, wir warten jetzt für ein paar Minuten. Ich hoffe, dass es gute Nachrichten dann sind. Ich hoffe, dass Franklin gerettet werden kann. Bitte, Leute... Wir müssen alle hoffen, dass Franklin wieder gut wird. Bitte. So, sind die 5 Minuten vorbei? Hey, Mister. Hat's alles geklappt? Ich habe schlechte Nachrichten. Nein! Franklin! Oh, nee! Leute, das kann doch nicht sein. Okay, was sind die schlechten Nachrichten? Was kann denn Gutes sein? Das sind doch schlechte Nachrichten. Franklin lebt. Das sind gute Nachrichten. Und wo ist die schlechte Nachricht? Er ist nicht mehr er selbst. Er ist wie ein Zombie geworden. Franklin! Hey! Bro, er lebt doch. Ist doch alles gut eigentlich mit ihm, nicht wahr? Franklin? Ist alles okay? Franklin? Hello? Ist alles in Ordnung mit dir? Ist oder nicht so? Franklin! Wo gehst du hin? Franklin? Hey! Hey, Bro, da ist eine Klippe. Franklin?
Da ist eine Klippe, du willst da nicht... Franklin, bitte geh da nicht. Franklin, stopp! Stopp! Franklin! Nein! Oh mein Gott. Franklin, ist alles in Ordnung? Bist du da noch gut? Wo ist er hin? Du hast ihn erledigt. Du hast ihn in einen Zombie verwandelt. Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht, Leute. Ich dachte, wir hätten Franklin gerettet. Aber, naja. Dann müssen wir halt ihn begraben. Oh Gott. Okay, Franklin. Ich glaube, wir müssen von dir Abschied nehmen. Du warst ein guter Freund. Und ja, jetzt ist es leider dazu gekommen. Ich weiß nicht. Werden wir es noch schaffen, ihn zu retten? Aber das müssten wir dann genauso machen wie bei Chop. Und ich glaube nicht, dass das... Ich weiß nicht, ob wir ihn retten können, Freunde. Wie gesagt, für Part 2, lasst gerne ein Like da. Aber erstmal ist Franklin weg in GTA 5. Solange wir Franklin nicht heilen, ist Franklin erstmal weg, Leute. Damit würde ich sagen, das war's von dem Video. Wir haben Franklin leider nicht geschafft zu retten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Für ein Mitleids-Like für Franklin. Haut rein und ciao.